Hallo zusammen, heute starten wir vom Baumhaus aus und wir fangen heute an mit Jagd Terrorvögel. Und ich habe da schon was vorbereitet und zwar das Schwert. Und ich muss es nur geschwind ausrüsten und dann geht die Jagd nach Terrorvögeln los. Und weil ich das nicht alleine mache, habe ich meinen neuen Freund, der mir jetzt dabei hilft. Und dann müssen wir bloß das Einzige, was ist, ich muss halt die ganze Zeit ich den jetzt bitte gucken, wo die netten Terrorvögel sind. Ja, die Ecke muss es sein. Da müssen sie irgendwo sein. Und wir hören es schon bummern. Da ist er doch. Wo ist er hin? Töte drei Terrorvögel. So, wir haben ihn gesehen. Okay, der Bär hat ihn getötet. Das ist jetzt ärgerlich. Wird der aggressiv? Nein, wir riskieren es jetzt einfach nicht. Ich würde eigentlich gern dieses Ei jetzt haben. Was ist das eigentlich für ein Ei? Nee, das wollen wir wirklich nicht haben. So. Aber jetzt erstmal hier das gefangen. Wir riskieren es jetzt einfach. Weil Titanoboa-Ei. Das kann man immer gebrauchen. So, und jetzt 260, nein, 200 Meter. Er muss hier sein. Boah, das stört mich zwar jetzt hier ein kleines bisschen. Da sind sie. Ich hab was. So, Nummer 1 ist tot. Wo ist es gelandet? Da unten? Nö. So, und jetzt probieren wir das mal. Ja, das war ein kurzes Bildchen. So, und dann gleich noch ein paar Ameisen dazu. So, da fehlt uns ja eigentlich nur noch ein Terrorbird. So, die Frau geht, wo der letzte hin ist. Was mich ja gerade so ein bisschen. Oder? Töte drei Terrorvögel. Ja. Na, wir können ja erstmal jetzt hier zack. Für unsere kleine Kampfmaschine hier gibt es mal einen Punkt im Nahkampfschaden. Was ist das? Ne, das ist kein Terrorbird. Bin mal ziemlich mutig jetzt hier. Oh.
Da bummert es gleich schon wieder. Da bummert es. Wo ist es hin, das Bummern? Weg ist es, das Bummern. Da ist nix. Gucken wir mal kurz, wo er mich hinlot. Oh, eigentlich in die Richtung. Genau, da ist sowas. So. Und jetzt geht's wieder los. Ich find's toll. Haha. Gucken, wo ist der hingeflogen? Ui, das sieht ja nett aus. Da müssen wir gleich noch mal reingucken. Ein Gesellenschwert. Da muss ich wirklich aufpassen. So, und der Agentavis hat schön Fleisch gesammelt. Das gefällt mir. Zwar auf Prime, aber das werden wir jetzt nie wirklich schnell verarbeiten können. Und jetzt haben wir es aber wieder geschafft. Wir sind eigentlich ziemlich zügig jetzt innerhalb von 5 Minuten wieder mit einer Mission durch. Was haben wir denn hier noch? Nee. So, das wollen wir nicht jagen. Wir nehmen noch mal Wissen der Vorfahren. Das ist immer ganz praktisch. Und wir sind jetzt... wir müssen bloß ein bisschen aufpassen, weil irgendwo sind hier bestimmt auch Kylakoleos. Und die sind mächtig böse. Also, ich gehe davon aus, dass hier welche sind. Terrorblöcke sind hier wirklich viele. Also ich hoffe, dass wir jetzt hier... nee. Ich glaube, da sind wir jetzt... Hier unten... ist nämlich die Dschungelhöhle. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Hier unten ist der Eingang in die Dschungelhöhle. Dschungel nicht wirklich, eher Gifthöhle. Dazu brauche ich dann auch die Giftmaske. Und ja, bloß um das schon mal festzustellen. So, aber da kann ich, glaube ich, das mit der Entdeckernotiz kann ich... Oh, der will mich drüber will der mich schicken. Also ans andere Ende der Welt. So, wir machen jetzt hier erstmal eine Zwischenlandung. Und dann fliegen wir wahrscheinlich doch mal rüber. Und gucken mal, was wir Gutes finden. So. Wobei ich ja sagen muss, wirklich, dass das mir jetzt, dass das Töten mit dem Agentavis schon ein kleines bisschen was anderes ist. Als wenn ich jetzt hier selber gehen müsste oder mit einem Kanu oder Raptor losziehen würde. Mit dem Agentavis kann man richtig schön die Tiere rauspicken und dann töten. Man hat zwar immer die Problematik, dass es ja dass es wirklich so ist, dass du bloß Tiere bis zu einer gewissen Größe fangen kannst. Aber wir müssen sie auch nicht übertreiben. Also ich glaube, wir haben selten einen Mammut. Dass wir hier einen Mammut nehmen und dann das Mammut fangen. So, wir müssen bloß jetzt mal gucken. Das ist noch ein Terrorbird. Level 10, sehr schön. Nee. Schlafen ist jetzt nicht. So, das Einzige, was mir hier missfällt... wo ist denn jetzt? Da muss es sein.
Also, das Einzige, was mir jetzt hier missfällt, ist natürlich, dass er jedes Mal die Beute verliert. Ich finde es halt schon ein bisschen schöner, wenn du die Beute halt dann wirklich drinne hast. Ich mache jetzt auch mal Geschwindigkeit hier. Oh, so viele Level hat der Kerl bekommen. Ja, machen wir so. Dass er die Beute verliert, das finde ich halt ein bisschen schade. Aber das ist halt so. So. Das waren zwei Titanoboa-Eier. Ja, man merkt, dass wenn ich angespannt bin, dann wäre ich schnell ruhig. Dann muss ich mal kurz gucken. Ich habe jetzt drei Stück einstecken. Ja, die werden dann gebraucht für einen Kühler Coleo. Da kann ich lecker, lecker Kibbel herstellen für den. Da geht er am effektivsten. Und ja, so soll das ja dann sein, dass ich da ohne viel Aufwand einen zähmen kann. Ist halt bloß die Frage, ob ich da nur einen finde. Also ich muss meistens. Oh, jetzt bin ich erschrocken. Ich muss ja dann meistens erstmal, muss mir immer über den Weg laufen, damit ich den dann, damit ich mal so eine Peilung habe auf jeder Map, wo die so sind. Und dann läuft das. Also sobald ich dann mal einen entdeckt habe, dann geht das. Dann muss ich da bloß noch, da habe ich dann einen Blick für sowas, aber das Problem ist immer den ersten finden. Und eigentlich habe ich schon total großen Schiss, hier eigentlich durchzufliegen. Weil die eigentlich ja hier an den Bäumen hängen sollten. Aber vielleicht muss ich da wohl einfach nochmal gucken, wo die nun genau sind. So. Jetzt muss ich gucken. Wo ist eigentlich mein Baum? Ach, wo ist eigentlich mein Baum? Und wer hat ihn schon wieder geklaut? Andere Richtung? Ja, ich glaube. So. Da aber Arsch Obelix. Der Höhe müsste sie dann sein. Aber ne, er steht jetzt, wo ist denn? Bin ich jetzt echt vorbeigeflogen? Tatsache, ich bin vorbeigeflogen an meinem. Wie peinlich. Auch echt mal eine Karte. So. Ja, in meinem Baumhaus ist noch nie wirklich irgendwas geworden. Und das ist halt die große Frage, ob da wirklich noch was werden soll oder wird. Aber aktuell würde ich eher sagen, nein. Weil so schön wie ich Baumhäuser finde, irgendwie macht das, naja, weiß nicht, in Ark Mobile bauen. Ich glaube nicht so das Tolle. Was? Jetzt fliegst du wieder raus? Rexa, gerade wollte ich dir beim Rausfliegen helfen. Naja. Jedenfalls,
Nach wobei ist das Bauernklub nicht so toll. Also ich baue ja immer gerne mit den Dreiecken, vor allen Dingen so ein Baumhaus. Dreiecksfundamente, die es im normalen Art gibt. Am PC. Und das ist halt dann schon echt ärgerlich, wenn es die nie gibt, weil da kann man einfach nicht mehr schön um die Ecken bauen. Und dann ist ja das nächste große Problem, die Positionierung vom Bienenkorb, die ist ja da schon fest und das Fundament würde ja da genau reinragen. Von dem her wird das hier wahrscheinlich so ein kleines Hütchen bleiben. Vielleicht mal noch ein bisschen größer. Ich weiß noch nicht. So, und was mir gerade noch einfällt, was ich jetzt unbedingt machen möchte, das wird eigentlich. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Da ist ein Rototero-Bird. Das war ein Affe. Aber den fressen wir jetzt auch, weil das gibt für mich Gesundheit. Ich weiß, der Agentavis braucht das nicht immer mit der Gesundheit, aber das ist schon richtig tierisch geil mit dem. So, und eigentlich würde ich ja jetzt auch gerne mal nach einem Megatherium gucken. Weil das ist eigentlich jetzt irgendwie das nächste Ziel der Ordnung. Megatherium. Und ja, weil ich sag mal so, ich habe jetzt ja, Bezonisch. Da dauert das zwar auch ein kleines bisschen, aber es ist wie Kibbel. Und Megatherium ist ja eigentlich auch schon so ein Tierchen, was etwas dauert. Oh, wo kommt denn der her? Beacano, Spino. Ja, hier haben wir schon einiges an Tieren, womit man auch so ein bisschen sinnvoll irgendwas sehen kann. Ist halt dann echt die Frage, wie man die dann betäuben. Weil ich ja echt sagen muss, wenn man manchmal so andere Karten sieht, da laufen eben, also beziehungsweise am PC, da laufen eben die Tiere ja ständig um. Und hier irgendwie so die Tiere, die ich sonst immer gerne schnell und zügig habe. Oh, die vermisse ich hier gerade ein bisschen. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich sonst noch so ein Megatherium mit hier auftreiben sollte. Außer hier im Redwood. So, was haben wir dort unten? Nee. Merkt nur. Es wird wieder voller hier. Also mit bösen Tieren. Aber so das, was ich kenne. Was war das? Naja, okay. Das müssen wir kurz anders dokumentieren. Wo ist es hin? Das machen wir anders gleich. So. Ja, da ist es. Für all die, die sich jetzt fragen, die sich ewig gefragt haben, wo denn das Einhorn in der Folge vorkommt, da war es, da war es, da war es. Aber das Einhorn, das hat dann spezielle Zähmung. Muss ich kurz gucken. Ich suche kurz mal mein Handy raus.
weil ich glaube, das war irgendwas ganz Spezielles. Also auf normalen Servern hat man das ja so, das eine ist da sehr, sehr selten. Und wo ist es denn hin? Da ist es. Wie hieß das, damit ich das auch gleich richtig. Ja. Mal sehen, ob das in Dododex drin ist. Nee, ist nämlich nicht drin. So, da muss ich aber mal kurz gucken. Ich glaube, das ist, kann in der Kibbelliste drin sein. Abbrechen. Muss ich bloß kurz durchgucken. Ich glaube, das war irgendein ganz spezielles Kibbel. Also das Einhorn. Nee, nee, das Ekus braucht das Trodon-Kibbel. Das ist dann ganz wild drauf. Okay. Also Hausaufgabe für mich. Ich guck mal, wie das mit dem Einhorn funktioniert. Und ich merke mir das, dass das hier ist. Und wenn wir Glück haben, ist das in der nächsten Folge dran. Ansonsten, ja, müssen wir halt mal gucken. Aber in diesem Sinne würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und lasst ein Like da. Ciao!